Ja, hallo meine Freunde und wieder herzlich willkommen auf dem Kanal Jensis Welt, Mobile Reportage und mehr. Ja, das mit dem Bauen, das war wohl heute nichts, was? Naja, ich sag's mal so. Das zweite Video, was ihr euch jetzt bestimmt schon alle angeschaut habt, über das Quassel-Video vom Freitag, das ist erst 4.35 Uhr online gegangen. Der Umschreibevorgang hat etwas länger gedauert. Warum? Nun, beim ersten Mal hat sich das Programm gedacht, oh, ja, gut, machen wir alles schwarz. Beim zweiten Mal war der Ton auf einmal verschoben. Und beim dritten Mal hat es dann endlich geklappt. Ich muss wohl mir ein anderes Programm organisieren. Ist wohl doch nicht so gut. Aber gut. Trotzdem habe ich mir gedacht, machst du halt was. Na? Als Entschädigung. Ob mir das gelingt oder nicht, das werden wir dann sehen. Ich hatte ja gestern auch angesprochen, dass mit den Ludmillas. Na? Und nochmal zur Erklärung, warum die Minitrix-Ludmillas breiter sind. Nun ganz einfach, man hat damals eine französische E-Lok genommen und das Chassis verwendet. Und darum ist das Gehäuse der Minitrix-Ludmillas etwas breiter. So, und nun wisst ihr ja, dass ich gestern auch die Brava-Ludmilla fahren lassen habe. Mehr oder weniger gut, aber das macht nichts. Trotzdem ist es eine schöne Lok. Sie fährt, aber sie kann halt nicht überall fahren. Bleibt aber trotzdem im Originalzustand, was das Chassis betrifft. Was das Gehäuse angeht, da werde ich natürlich Hand anlegen. Zumindest werde ich es versuchen. Na, ich habe ja schon einen Dummy umgebaut. Ich glaube, das hatte ich sogar als Video-Reportage hochgeladen. Oder ich glaube, das Endergebnis. Ja genau, das Endergebnis habe ich hochgeladen. Und die Umrüstung selbst habe ich ohne Video gemacht. Diesmal allerdings werde ich mich live blamieren. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Diesmal werde ich das mit Video euch präsentieren, wie ich das gemacht habe. Ob mir das bei der funktionstüchtigen Ludmilla dann auch gelingt, das ist eine andere Frage. Na, denn wenn es einmal versaut ist, ist es versaut. Denn an den Stellen, wo ich Hand anlegen muss, da wird es dann brenzlig, wenn das Originalgehäuse wieder drauf muss. Aber das werden wir ja sehen. Ich hoffe, dass es mir gelingt und dass es keine Fehler gibt. Aber bevor wir das machen, weil das Gehäuse ja dann schließlich fixiert werden muss, schaue ich mir die Lok nochmal von innen an, also das heißt Drehgestelle, Schleifer und so weiter, wie die aussehen. Und das wäre das Erste, was wir machen. Und dann versuche ich das Ganze mit diesem speziellen Kleber, der so mit UV-Licht funktioniert, das Gehäuse leicht zu fixieren, sodass man es eventuell wieder abbekommt, also das Minitrix-Gehäuse, wenn es dann drauf ist, wenn es wirklich mal brenzlig wird. Ne? Es gibt nur einen einzigen Haken an der Geschichte. Und das ist die Verkleidung. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber das erkläre ich euch jetzt gleich, wenn ich die Kamera umgebaut habe. Also bis gleich. Ja, Freunde, da bin ich wieder. Und wie ihr seht, ich habe schon mal alles vorbereitet. Wie John Pütz so schön sagt. Oder Björn Pütz. Ja, was haben wir denn jetzt hier alles? Also, wir haben logischerweise einmal die Minitrix Ludmilla, das ist die. Ich hätte jetzt auch die rote nehmen können, also die von Cargo, aber die steht noch im Abstellgleis und da bleibt sie auch stehen. Dann haben wir den umgebauten Dummy, da komme ich gleich dazu. Hier haben wir die Brava Ludmilla und hier haben wir das Gehäuse von DB, was eigentlich hoffentlich später auf der Brava Ludi drauf passt oder drauf kommt. Ne? Ja, jetzt zeige ich euch erst einmal das umgebaute Dummy-Dial, also den umgebauten Dummy. Ne? Und ihr seht schon, ich musste da eine Anpassung durchführen, und zwar einmal hier auf der Seite und einmal hier auf der Seite. Das heißt also, ich habe hier Kanten wegnehmen müssen, ne? Hier drüben auch, damit das Gehäuse drauf passt. Und das nicht ganz so einfach
gegangen. Und das andere ist das, was ich angesprochen hatte mit der Verkleidung. Vielleicht fällt es euch ja auf. Ich denke mal schon. Das kann man aber, sage ich mal, ja mehr oder weniger ignorieren. Kann man es nicht, aber es fällt kaum auf, sage ich mal. Es fehlt nämlich die Verkleidung. Man sieht also den reinen Tank bei der Brava-Chassis-Lok jetzt, also bei dem Brava-Chassis. Und das ist das Original. Und wenn man da das Gehäuse runternimmt, dann sieht das halt dann so aus. Ja, das wäre das Einzige, was als Nachteil kommt. Ansonsten geht es eigentlich vom Aussehen her. Und ich hatte es ja, wie gesagt, erklärt. Eine schmale Ludmilla und eine breite Ludmilla in Doppeltraktion fahren zu lassen, das sieht einfach blöd aus. Natürlich kann ich keine Brava-Lok und eine Brava-Lok und eine Minitrix-Lok zusammenlaufen lassen. Das geht natürlich nicht, das ist mir klar. Das würde nicht funktionieren, aber ich kann zum Beispiel den Dummy nehmen und die später dann umgebaute Minitrix-Brava-Lok. Ne? So, gut. Aber bevor wir das machen, will ich erstmal schauen, wie es denn mit der Sauberkeit der Schleifer und der Radsätze aussieht. Und deswegen räume ich jetzt erstmal alles weg, was wir nicht brauchen. So, die Lampe geht mir ein bisschen auf den Sack. Die blendet mir nämlich genau ins Gesicht. Die muss ich mal ein Stückchen wegdrehen. So, man sieht aber immer noch genug, oder? So, okay. Das ist der Dummy, den brauchen wir jetzt auch nicht. Und das ist die Lüdi, die wir uns jetzt vornehmen. Das hört sich richtig brutal an, Alter. So, ich hoffe ja, dass ich das gut hinbekomme, ohne dass hier groß was zerstört wird. Das wäre wirklich schade um die Lok. So, wie kriegen wir das Gehäuse jetzt runter? Nun, früher habe ich das nicht gewusst. Da habe ich hier gewürscht, mit dem Schraubenzieher gedrückt und so weiter. Und dann hat es natürlich hier logischerweise die Puffer weggebrochen. Aber jetzt weiß ich ja, wie das funktioniert. Na, man hätte ja auch mal eine Anleitung lesen können damals, aber das waren die Anfänger meiner Modellbahn und da konnte ich sowas noch nicht wissen. So, und schon ist das Gehäuse ab. So, wir haben das Originalgehäuse. Ich habe ja noch eins, aber jetzt weiß ich wenigstens, dass dieses Gehäuse präpariert ist oder sagen wir mal frisiert, und zwar ist es das hier oben. Moment. Ja. Das ist nämlich auch ein Brava-Gehäuse und das fällt uns auf. Richtig. Irgendein Experte hat da wohl Puffer dran geklebt, die da gar nicht dran gehören. Weil ja normalerweise das Gehäuse von den Puffern gehalten wird. Warum er das gemacht hat, keine Ahnung. Das könnte ich mal kurz hier drauf setzen, mal gucken, ob das noch hält. Nee, das geht nicht mehr drauf. Oder? Bisschen schwierig. Nee, das wird nicht. Seht ihr das? Das geht gar nicht drauf. Na sowas. Ja, das ist dann sozusagen wohl wertlos, das Gehäuse. Das wollte ich eigentlich mal verkaufen. Aber ich denke mal, das kann man nicht mehr verkaufen, das kann man bloß noch verschenken. Das ist eine Luftnummer geworden. Habe ich aber so bekommen. Das hatte ich euch ja gezeigt. So, wie reinigen wir jetzt die Radsätze? Nun, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt die Trägestelle dran und versucht das so abzumachen. Aber besser ist es, wenn man natürlich das rausbaut. Ich weiß, dass dieser Teppich nicht so gut dafür gedacht ist, dass man hier ein Loch auseinandernimmt. Also werde ich das jetzt mal korrigieren. So, dann nehmen wir die Puffer hier rüber. So, damit die nicht wegkommen. Und jetzt können wir sie draufstellen. So, jetzt sieht man nämlich auch alles, was abfällt. Aber viel gibt es da nicht abzufallen. Und dann drückt man hier diese Nasen vorsichtig nach innen. So. Na? Vorsichtig nach innen drücken und zieht einfach das Drehgestell raus. Bob. Und da ist es schon. Jetzt haben wir hier natürlich noch die Welle und die Schnecken, den Schneckenantrieb. Und da muss man jetzt aufpassen, dass das Teil nicht rausrutscht aus der Welle. Also vorsichtig lassen
erstmal nur eine Seite mache. Wenn ich, dass man dann durcheinander kommt und dann fährt der Lok vielleicht falsch rum oder was, das ist mir, glaube ich, bei Bravo noch nicht passiert. Aber man weiß ja nie. So, und als nächstes muss ich die Brille absetzen, denn ich habe ja leider schon ganz schlechte Äuglein. Eigentlich sollte ich sowas gar nicht machen. Aber bei Bravo geht das eigentlich relativ einfach. So. Und dann hebelt man einfach hier mit dem Schraubenzieher, natürlich einen möglichst kleinen Schraubenzieher hier dazwischen. Ne? So. Und dann zieht man das vorsichtig raus. So, und theoretisch müsste das jetzt eigentlich rausgehen. Na, da drüben ist, glaube ich, noch fester gemacht, oder? Nee. Kupplung kann man auch derweil abmachen. Brauchen wir erstmal nicht. So, genau. Jetzt sind die Achsen zwar rausgefallen, aber es ist nicht so schlimm. So, und ihr seht schon, da ist auch eine Nase. Also vorsichtig nach oben hebeln, nicht zu viel Gewalt anwenden, sonst bricht sie weg. Klick. Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Varianten. Oder täusche ich mich da? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob es zwei verschiedene Varianten von diesen Bravo Ludmillas gibt. Denn ich kann mich daran erinnern, dass meine Grüne damals keine wechselbaren Kupplung hatte. Die hat die wechselbare hier. Kannst du auch eine Stange dranhängen. So, gucken wir mal. Ja, die sehen schon nicht mehr so sauber aus. Die sollte man vielleicht mal putzen. Wisst ihr nicht, was das gerade war? Ich glaube, das war ein Stückchen vom Drehgestell, hoffentlich. Aber hier sieht man ganz deutlich, dass da Dreck drin ist. Hoffentlich kann man es erkennen. Fusseln. Und hier auch ein bisschen. Und hier auch. Gut. Jetzt muss ich mal gucken, ob man die Achsen dann nachher wieder andersrum, also dass man die in beide Richtungen, egal wie man die einsetzt, oder ob es hier eine Isolierung gibt. Ne? Weil wenn man die nämlich falsch rum einsetzt, gibt es dann Gurzen. Aber ich glaube, das ist bei Brava egal. Achsen sind noch gut. Okay. Ja, fangen wir erstmal an, das zu reinigen. Hier schon mal ein Stückchen Papier hier. Ich weiß, jeder macht das anders. Ich mache das halt so. So mal ein Stückchen ran, damit ihr auch seht, was ich hier für ein Gefummel mache. Ne? So seht ihr das noch besser. Dann mache ich jetzt erstmal die Schleifer sauber. Ich habe es normalerweise immer so gemacht, dass ich die Schleifer noch ein Stückchen rüber gebogen habe. Aber wenn dann zu viel Kraftaufwand ist bei der Lok, geht das Getriebe kaputt. Ne? Ihr dürft nicht vergessen, dass hier alles Plasterachsen sind und nicht Metall. Es gibt natürlich auch Metallzahnräder, Nachrüstsätze. Aber die werde ich erstmal nicht verwenden, weil die noch fertig einmal frei. Zumindest habe ich da nicht gehört, dass die irgendwie Probleme gemacht hat. So, das hier ist Kontaktspray, das nehme ich jetzt auch noch, um das Fett wegzumachen. Das war wieder ein längeres Video hier. Oh nee. Und wir haben es doch schon gleich mit der 19. Oh Mensch, warum fängst denn du so spät an? Das war eine spontane Idee. Ich hatte eigentlich Fernsehen geguckt, habe mir gerade von Shokomon, so heißt dieser japanische Modellbahn-Kollege, kann ich ja sagen. Gut, da versteht sowieso kein Deutsch, aber vielleicht jemand anders kennt den Modellbahn-Freund aus Japan, Osaka, Jens. Und kann vielleicht ein bisschen Japanisch. Kann das mal übersetzen. Er hat auch ein sehr, sehr schönes Bahnbetriebswerk gemacht. Ich kann das nochmal mit verlinken. Also mit Ringlokschuppen. Und das ist wirklich, also da ist Mainz dagegen ein Scheißdreck. Dann hat er verschiedene Tipps und so. Ist ja, wie gesagt, leider Japanisch. Aber man sieht ja, was er macht. Und auch verschiedene Tipps. Zum Beispiel habe ich mir heute ein Video angeschaut. Das war zwar H0, aber ist auch interessant gewesen. Und zwar hat er einen Eingleishelfe gebaut mit Schleifern. Also mit Kontakten. Das heißt also, für Dampfloks ist das sehr gut gedacht oder geeignet. Weil man kann dann die Dampflok direkt vom Eingleiser aufs Gleis fahren. Und muss sie nicht raufschieben. Was ja normalerweise auch nicht so gut ist für den Haftreifen. Also finde ich eine sehr gute Konstruktion. Ich gehe mal davon aus, dass das in N auch geht.
So, die ist jetzt eigentlich sauber. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen. Wie gesagt, das mache ich jetzt halt bloß, weil ich das Gehäuse dann umrüste. Dann kann man das nachher gleich ablassen. Also auch die. So. Ich denke, so geht's. Hier ist noch eine Fussel. Ich werde das natürlich wieder ein bisschen zusammenschneiden, damit ihr nicht die ganzen Stunde seht, wie ich ja versuche, in den Lok zu putzen. Oder ich beschleunige das Video wieder und mache wieder Musik drunter. Uff da, uff da, uff da, da. Na? Ihr seht ja, was ich da veranstalte. Jetzt geht die Fussel nicht raus. Also es hat ja bei der 118 auch sehr gut geklappt. Ne? Da habe ich euch zwar nicht gezeigt, wie ich die geputzt habe, weil ich gedacht habe, ich blamiere mich. Oh, hier ist was weg. Und das fehlt aber schon. Das hat schon gefehlt. Das gefällt mir gar nicht. Entweder hat die jemand abgemacht. Ne, von mir können sie nicht abgefallen sein. Ne, das glaube ich nicht. Aber ich würde mal sagen, da fehlt was. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Kann man es erkennen? Was da fehlt? Ja? Es nennt sich Haftreifen. Hier hat jemand die Haftreifen runtergemacht. Wahrscheinlich damit der Kontakt besser ist. Das ist aber nicht so schön. Und jetzt ist auch klar, warum die Lok entgleist ist, ne? Jetzt wissen wir, warum sie entgleist ist, die gute. Die konnte eigentlich gar nicht dafür. Denn es passiert nämlich Folgendes bei einem Radsatz oder einem Rad, was keinen Haftreifen hat. Und wenn diese Achse jetzt in der Mitte war, ne, dann verhakt sich beim Überfahren der Weichenzunge oder der Kreuzungszunge genau diese Kante hier, die für den Haftreifen zuständig ist. Ne? Und dann haut es die Lok natürlich raus. Und jetzt ist mir auch klar, warum diese komischen Geräusche immer zu hören waren, wenn sie durch den Tunnel gefahren ist, so bam, bam. Das sind diese Nasen gewesen von dem Rad, wo normalerweise Haftreifen drauf sind, die, wenn er drüber gefahren ist, weggesprungen sind. Darum hat es auch in die andere Richtung geklappt, aber in die Richtung, in den Tunnel rein, nicht. Übrigens konnte ich auch nicht im Bahnhof reinfahren, das klappte auch nicht. Aber jetzt haben wir ja die Ursache gefunden. Kommissar Jens hat ermittelt und hat es entdeckt. Warum er es jetzt erst entdeckt hat, naja, vielleicht hätten wir besser auf die Radsätze achten sollen. So, so, meine Freunde, da haben wir den Schlingel gefunden. Muss ich mir also ein paar Haftreifen organisieren für die Brava Lok. Aber das Gehäuse wird trotzdem umgebaut. So, weiter geht's im Takt. So, ist alles okay. Ja, das ist natürlich blöd, wenn du das reißen. Ja. Finde ich auch, der die abgemacht hat. Ich gehe mal davon aus, der die Haftreifen abgemacht, weil wegen dem Kontakt. Ne? Damit die Lok bessere Kontaktfähigkeit hat. Obwohl ich mir eigentlich sagen muss, dass bis auf die E42, heißt die E42, na klar. Also für diese Holzroller, sage ich mal. Da ist das ein bisschen belastend, was das angeht. Da habe ich ja damals auch einen Umbau durchgeführt, wisst ihr ja, dass ich da zusätzliche Schleifer eingebaut habe. Diese Anleitung habe ich gefunden bei 9 mm. Quatsch. Bei 1 zu 160. So, die Räder sind wieder drin. Und jetzt kommt, was habe ich denn da weggebrochen? Eigentlich nicht. Eine Nase? Nö, es ist nicht weggebrochen. So rum kommt das dann drauf, ja. So, hoffe ich mal, dass es richtig rum ist.
Oder andersrum. Nee, das war schon richtig. Ist alles richtig. Alles richtig jetzt. Klick. Ja, ist ja genau das passiert, was ich befürchtet habe. Und das ist das, was mich halt immer nervt, wenn man was zusammendrückt. Das kennt ihr sicherlich auch, dass eins dieser Achsen rausgesprungen ist und der Schleifer daneben. Man muss da wirklich aufpassen hier. Dort sind sie ja noch drin, aber hier nicht. Jetzt drin. Okay, auf ein neues. Schon scheiße, wenn man solche beschissenen Augen hat wie ich. Dann sollte man solche Faxen lassen. Aber letztendlich hat es geklappt. Jo. Alle Schleifer drin. Und das Drehgestell mehr oder weniger gereinigt. Das werden wir ja dann sehen, wie sie fährt. Ich lasse natürlich ohne Gehäuse erstmal fahren, weil bevor ich die Lok komplett umbaue und das Gehäuse dann fest ist, dann kommst du dann nämlich nicht mehr so einfach ran. Dann musst du es dann wieder runter machen mit Gewalt und das will ich halt nicht. So, hier können wir auch schon wieder die Kupplung dran machen. Hier habe ich übrigens diese Zapfen weggemacht, weil ich am Anfang gedacht habe, dass der Grund, also dass das der Grund ist, warum die Lok rausgehebelt wird in der Kurve, im Tunnel, bei der Kreuzung, weil die ja leicht gewölbt ist. Aber nein, wir wissen ja jetzt, woran es liegt. Aber das mit den Nasen ist trotzdem, mache ich auch bei vielen Wagen zum Beispiel, weil bei einigen ist das schon so, dass die dann hängen bleiben. Das hatte ich nämlich auch schon. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wie rum die war oder ist. Natürlich so rum, logischerweise. So. So, erstes Drehgestell fertig. Hier biegen wir mal den Dinger noch ein bisschen hoch. Man soll ja noch nicht so viel Fett oder Öl reinmachen, damit die Lok dann später nicht total verölt durch die Gegend fährt oder dieses Öl dann an die, dann klickt man es einfach wieder rein und das war's. So, das ist da drin. Gut, das machen wir das Ganze bei der anderen Seite. Mal gucken, wie es da aussieht. Das sind wahrscheinlich auch drauf treffen fort. Zack. Kupplung ab. Lässt du los? So. Ihr seht immer noch, was ich mache. Ja, na klar. So. Drehgestell auf. Jo, hier hat es sehr schnell geklappt. Und fallen schon die Räder entgegen. Ja, ist ziemlich versifft. Ich nehme mal ein neues Stück Papier. Erstmal abtupfen, die ganze Geschichte. Dann vorsichtig die Kontakte reinigen. Da ist ein komisches Schmierfett drin. Das ist, glaube ich, original. Ich glaube, das ist das Original, was da drin ist. Aber das Schmierfett hat sich wunderschön über die Kontakte verteilt oder über die Schleifer. Was natürlich dann nicht mehr so schön ist. Also das ein bisschen hochbiegen hier. Und wie gesagt, schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob es tatsächlich zwei verschiedene Varianten gab oder gibt von den Ludis, wo einmal die Kupplungen fest installiert sind, also diese alte Kupplungsvariante, und wo Runde die mittleren Schleifer überhaupt dahin gemacht haben, frage ich mich, wenn da sowieso Haftreifen drauf sind, finde ich eigentlich ein bisschen blöd. Oder überflüssig, wenn dann wirklich Haftreifen drauf sind. Das werden wir jetzt gleich bei den Rädern hier sehen. Ob da auch die Haftreifen weg sind. Aber gerutscht ist er eigentlich nicht gestern, ne? Naja, die hat ja auch diese leichten Brava-Kesselwaren dran gehabt. Da sollte das ja kein Problem sein. So, dann muss ich ein bisschen rüberbiegen hier. Ja, und übrigens, Leute, habe ich was ganz Cooles entdeckt. Ne? Auf einem japanischen Kanal. Leider finde ich das Video nicht mehr. Ich habe es auch nicht im Verlauf gefunden. Und zwar hat jemand den TGV Doublex umgerüstet auf Magnetkupplung. Das sah ziemlich cool aus. Also nur vorne. Ne? Nicht in der Mitte, sondern die beiden Köpfe.
Und ich habe auch bei dem Forum 1260 die ganzen Problematiken gelesen. Ich bin also nicht der Einzige, der diese Probleme hat mit diesen Nasenkupplungen, sondern noch viele andere auch. Ja, das ist das Einzige, was halt an dem Zug nicht so ganz perfekt gelungen ist mit dieser Nasenkupplung. Man hätte das irgendwie anders lösen sollen. Vielleicht auch so eine Einrastkupplung wie in der Mitte oder die Variante wie damals bei dem Classier Express. Ja, da war das ja ganz cool. Da habe ich auch die Kupplung umgerüstet auf Kurzkupplung. Ja, wir machen auch das Fett raus. Das habe ich übrigens dort vergessen. Ich sollte mich was schämen. Ich weiß nicht, ob ihr auch so viel Öl oder Fett in eine Lok reinmacht von Brava. Könnt ihr mir ebenfalls mal in die Kommentare schreiben. Oder ob ich hier eine Lok erwischt habe, die einfach überfettet oder überölt ist. Gefahren ist ja eigentlich ganz gut, bis auf die Geschichte der Entgleisung, wo wir ja nun rausgefunden haben, warum das passiert. Und dann natürlich der Haftreifen fehlen und diese Nuten sich dann in den weichen Zungen oder in den Führungszungen verfängt oder hängen bleibt, dann ist natürlich klar, warum die Lok rausfliegt. Da gibt es da überhaupt nichts zu beanstanden. Es müssen einfach neue Haftreifen drauf. Trotzdem baue ich die Lok auch schon um. Die Haftreifen kann man ja auch später noch wechseln. Das ist ja nicht das Problem, weil das hier kriegst du ja auch noch ab, wenn die Lok dann zu ist. Oder ich mache das Gehäuse halt noch nicht fest. Ich werde es ein bisschen leicht andrücken oder so. Fixieren sozusagen. Na, kommst du mal her, ja. Machen viele anders. Also es gibt ja auch Leute, die machen das zum Beispiel mit diesem Reinigungsbad. Na, da gibt es ja so ein lustiges Teil, wo man alles reinlegen kann. Und dann wird es dann automatisch durch Ultraschall gereinigt. Ich weiß aber nicht, ob das so gut ist bei Plastikteilen. Na, hier sind ja bloß Plastikzahner da drauf. Und ob das dann bei Ultraschall irgendwelche Probleme gibt, das weiß ich natürlich nicht. Na? Kann ja sein, dass es dann zu Problemen mit den Zahnrädern kommt. So hatte ich die schon. Nee. Und hier seht ihr es ganz deutlich. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Einer ist noch da. Einer haben wir noch. Seht ihr es? Und auf der anderen Seite, was haben wir da? Richtig. Fehlt. Und damit ist der Übeltäter gefunden, der Schuld ist, warum die Lok aus den Schienen gesprungen ist in der Weiche und bei der Kreuzung. Also ist die Kreuzung nicht schuld, sondern die Haftreifen, die fehlen. Jetzt habe ich mir auch ungefähr eine Vorstellung, warum das bei der Dampflok passiert ist. Von Fleischmann. Ich hatte doch mal so eine Stromliniendampflok. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Einige wissen es vielleicht nicht mehr. Mit diesem Reichsbahnzug. Mit den besonderen Logos, den habe ich auch nur ganz, ich glaube, den habe ich gar nicht fahren lassen. Ne, ich habe, glaube ich, nur die Lok fahren lassen, was ich damals auf der Hobby Modell und Spiel 2018 mitgenommen habe, den kompletten Zug. Den hat ja auch mein Kumpel der Frank dann letztendlich bekommen. War zwar ein cooler Zug, aber passte irgendwie nicht auf meine Anlage. Ja, aber für andere ist es halt eine Bereicherung gewesen. So, hier ist nicht mehr dran, ne, ist okay. Außerdem ist das sowieso das mit dem Schleifer. Also, wir wissen, ein Haftreifen ist noch da. Einen haben wir noch. Und drei Stück fehlen. Das ist natürlich nicht gut und muss geändert werden. Also müsste ich mir mal ein paar Haftreifen organisieren für die Gute hier, damit die wieder anstandslos über die Weichen fahren kann. Denn das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, wenn die dann ständig im Tunnel entgleist und ich immer wieder den Berg abbauen muss. Nochmal vielen Dank an den Marco, der diese tolle Idee hatte mit dem Loch im Tunnel. Ja? Denn wäre der nicht da gewesen, dann hätte ich ein bisschen Probleme bekommen mit den schönen Kesselwagen von Brava und dann wären wahrscheinlich einige Teile abgebrochen. Ja, so ist das halt.
Klick. Alle Schleifer drin. Und jetzt werden wir mal gucken, wie das Chassis jetzt noch fährt. Ohne Gehäuse. Das geht ja auch. Ist ja kein Problem. Kupplung noch dran machen. Plupp. Hast du Rüstschirm dran gemacht, Jens? Blamier dich nicht, wenn die Kupplung falsch rum dran ist. Das ist echt ein bisschen bescheuert. Ja, Jens hat sie falsch rum dran gemacht. Es tut mir leid, ich habe heute schon 1,8 im Kessel. Da ist es nicht so einfach, die Kupplung wieder einzusetzen. Nee, also Alkohol kommt bei mir nicht im Rohr. So, gucken wir uns hier Rüstschirm. Ja, hier ist Rüstschirm. Okay. Da kann ich ja froh sein, dass ich gestern keine Doppeltraktion probiert habe. Das wäre bestimmt nicht für die Lok gut gewesen. Gut. Jetzt habe ich die Drehgestelle wieder eingesetzt. Ne? Das mit dem Haftreifen, wie gesagt, das kommt dann später dazu. Und jetzt teste ich erstmal das Chassis so. Ja. Und dann melde ich mich gleich wieder. Ich könnte es euch natürlich auch zeigen, wie es jetzt fährt. Aber ich gehe mir davon aus, dass ihr dann immer noch in Gleisen tut, welchen den Haftreifen die fehlen. Und dann zeige ich euch, wie ich das mit der Umrüstung des Gehäuses vornehmen will. So, bis gleich. Ja, Freunde, ich habe mich entschieden, mal kurz die Kamera umzubauen, um euch zu zeigen, dass die Reinigung etwas gebracht hat. Das war gestern nicht möglich. Ein bisschen schneller. Als ihr seht, das Chassis läuft jetzt wieder einwandfrei. Natürlich fehlen immer noch die Haftreifen. Die muss ich mir besorgen. Und da können wir ja dann weitermachen mit der Umrüstung des Gehäuses. Keine Aussetzer mehr, kein Stottern, nichts. Gestern war das nämlich nicht der Fall. Gut. Bin zufrieden mit meiner Arbeit. Andersrum natürlich auch, ne? Ja. Aber ich hatte es euch ja erklärt mit der Weiche, das machen wir jetzt nicht. Sonst bleibt ihr wieder am Dünner stehen. So, gut. Weiter geht's mit dem Umbau des Gehäuses. So, Freunde, tut mir leid, ich bin leider schon fertig. Ne, das war Spaß. Ich bin jetzt zurück am Arbeitsplatz und habe schon mal das Gehäuse provisorisch draufgesteckt. Ne? Aber wie ihr sehen könnt, auch hier drüben, ne, kann man es erkennen, es steht etwas über. Ne? Und genau daran scheitert das Vorhaben. Ne? Jetzt vorsichtig auseinandernehmen, den Lok. Ah, jetzt ist er ganz auseinandergefallen, das ist der Vorführeffekt gewesen. Das war natürlich jetzt nicht so geplant. Aber das ist nicht so schlimm. Ja, Freunde, ich musste das Video jetzt noch mal kurz unterbrechen, es tut mir leid. Als ich das Gehäuse hier runter gemacht hatte, da ist mir das Metallchassis entgegengekommen und alles ist auseinandergefallen. Aber ihr seht, ich habe das wieder hingekriegt. Jetzt ist es wieder ordentlich zusammengebaut. Es ist ja gar nicht so schwer. Ne? Und jetzt habe ich nämlich auch gesehen, wo hier der Dekorver hinkommt bei der guten. Nämlich wenn das hier weg ist, sind hier drunter 5 Lötpunkte und da kann man dann den Dekorder einbauen. Und vermutlich auch ein Sound.
Da muss man dann aber dann ein Loch hier reinmachen oder was weiß ich. Ja, keine Ahnung. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, das Gehäuse. Okay. Ich werde jetzt mal anfangen. Mit dem Kaufermesser, so wie ich das ja bei der anderen gemacht habe, muss man jetzt hier die Ecken wegnehmen, stückchenweise, vorsichtig. So. Und möglichst so, dass man sich nicht in den Finger schneidet, also wieder die Brille absetzen und hoffentlich, ohne dass ich mir meine Finger schneide, das wäre ein bisschen schlecht. Oh Gott, ich habe Angst. Möglich nicht die Diode betreffen, ja. So. Eine Seite. Und jetzt die andere Seite. Ich weiß, viele werden mich jetzt hassen dafür, dass ich jetzt die Brava Ludmilla hier umbaue. Ja, ich rechtfertige mich. Aber es nützt ja nichts. Ne? Wenn man hier eine Minitrix-Bande auf der Anlage fährt und keine Brava, es sieht einfach blöd aus. Wenn dann so eine schmale Lok mit den Minitricks zusammenläuft, ist meine Meinung. So. Okay, das müsste eigentlich schon reichen. Nicht, dass man wieder das Ding hier festhängt, diesmal mache ich es nämlich anders. Diesmal ziehe ich das Gehäuse auseinander dann. Ich muss ja auch von der Höhe her stimmen. Das reicht noch nicht ganz. Ne. Seht ihr? Jetzt seht ihr das ganz deutlich. Es reicht noch nicht. Es muss noch etwas weg. Hier drüben ist es okay. Ja. Ihr seht schon. Da. Es muss ja bündig sein. Genau so bündig wie hier. So muss es auch auf der Seite aussehen. Und genau da muss noch ein bisschen was weg. So, und jetzt mache ich nicht den Fehler wie vorhin, sondern ziehe das Gehäuse auseinander und siehe da, es klappt. Also nicht unten ziehen Sie es, sondern einfach auseinanderziehen das Gehäuse. Ganz wenig wegnehmen hier. Ich weiß nicht, ob jemand auch so eine Arbeit macht von euch, dass ihr eure Brava-Loks umrüstet auf Minitrix-Gehäuse. Oder ob ich der Einzige bin, der so blöde ist. Nee, ihr wisst schon, was ich meine. Ob ich der Einzige bin, der das so macht. Aber ich denke mal, es gibt noch andere, die das machen. Drüben ist weg. Schief. Ja, jetzt haben wir es doch. Das geht doch ganz gut. Jo, passt. Bündig. Seht ihr es? Bündig. Bündig. Und natürlich auch hier bündig. Und hier bündig. So, gut, machen wir es jetzt wieder ab, das Gehäuse. Vorsichtig. Vorsichtig. Dann machen wir die Drehgestelle wieder dran. Zack.
Zack. Ja. So. Jetzt sind die Drehgestelle wieder dran. Dann machen wir das Gehäuse wieder drauf. Jetzt muss man nämlich darauf achten. Na? Ihr wisst ja, was ich meine. Nämlich wegen den Lüftern. Der Tank ist ja leicht versetzt. Ne? Das ist ja bei jeder Leute so. Da muss ich jetzt noch meine Brille aufsetzen. Und dann schauen wir mal, wie das hier aussieht. Das ist der Dummy. Das ist die Originale. Da fällt mir nämlich gerade auf, dass entweder ist der Tank hier falsch rum oder da. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber hier ist es so rum. Seht ihr das? Das ist der Dummy, den ich umgebaut habe schon. Also werde ich das dann halt bei dem Dummy auch so machen. Aber ich gucke mal auf die andere Lok. Moment. Upsala. So, bin wieder da. Das ist die andere. Und auch hier ist der Tank leicht versetzt. Hier drüben ist mehr als da. Habe ich das damals wirklich falsch rum drauf gesetzt? Jo, anscheinend schon. Seht ihr das? Ich habe das damals falsch rum drauf gesetzt. Das ist ja das Richtige. Ne? Ihr seht, hier ist der Abstand höher. Und dann muss das Gehäuse also so oben drauf. Gut, dann werde ich das mal machen. Eine ganze Lötmiller-Sammlung hier. So wie es aussieht, muss ich das auch noch gar nicht festkleben, weil wenn ich das jetzt nämlich fixiere mit dem Leim und ich muss dann später das nochmal aufmachen wegen den Haftreifen, das macht sich besser, wenn man die Drehgestelle vorher abmachen kann, als wenn du das jetzt fixierst und die Drehgestelle von unten her abmachst oder öffnest, ist nicht so gut. Ich lasse es erst einmal offen. Also das heißt, ich fixiere es nicht mit Klebeband. Mit Klebstoff. Das lassen wir auch stimmen. So, drüben noch. Nicht zu doll drücken, weil sonst passt das nämlich dann nicht mehr drauf. So, ich denke, so geht es ganz gut. Halt das noch hier drüben, was noch drüber. Muss es noch rein. So. Zu weit runter dürft ihr es natürlich auch nicht drücken, weil sonst schleifen die Drehgestelle am Gehäuse. Oder schief. So müsste es eigentlich passen. Ja, ist okay. Gut. Ich denke, so passt. Ne? Glänzt es ein bisschen durch das Öl, was ich noch an den Finger habe. Aber ihr seht, das hat ganz gut geklappt. Nehmen wir nochmal zum Vergleich die andere. Ja, wo der Tank falsch rum ist, da könnte ich natürlich das Gehäuse nochmal runterruppen und das umdrehen, aber ich mache das jetzt nicht. Das ist der Dummy. Und, ne? Und hier haben wir die Original Minitrix. So. Und damit man das Ganze dann auch mal sieht, wie es aussieht, wenn es auf dem Gleis steht, werde ich die Loks jetzt mal schön provisorisch, schön säuberlich aufs Gleis stehen. Und damit man auch mal sieht, wie das im Ganzen ausschaut, stelle ich die jetzt alle mal aufs Gleis. Ne? Die fertigen Minitrix Brava Umrüst Loks. So. Also das mit den Leim. Das lassen wir erstmal sein, bis wir die Haftreifen bei der umgerüsteten Ludi ersetzt haben. Bis gleich. Ja, Freunde, dann bin ich wieder. Und wie ihr seht, habe ich jetzt mal alle vier Ludis auf dem Gleis Platz nehmen lassen, aber besser gesagt hingestellt. Und
Welches ist wohl jetzt die umgerüstete? Ne? Ihr wisst es ja schon. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze ausschaut. Also hier haben wir die Cargo von Minitrix. Dann kommt meine umgebaute. Na, ihr seht es schon an den Puffern. Das passt doch sehr gut. Wie gesagt, das einzige Problem ist halt, ich mache mal das Licht an. Das einzige Problem halt ist, das mit dem Tank. Das kann man ja irgendwie ein bisschen noch verändern oder fixieren. Muss noch mal schauen, also dass das dann halt so aussieht wie hier. Oder wie bei dem Originalen. Ja, ich hätte ja eine Idee. Man könnte ja zum Beispiel von dem Brava-Gehäuse, könnte man diese unterliegende Kante nehmen, abschneiden und da dran kleben. Das würde gehen. Ja, vielleicht mache ich das auch, aber jetzt noch nicht. Ich werde die Gehäuse noch nicht zerstören. Vielleicht möchte ja jemand haben und deswegen wäre es so schade um die Gehäuse. So, dann hier der andere Dummy. Da ist mir aufgefallen, dass ich noch nicht ganz so weit unten ist. Ne? Das ist ja der Dummy und jetzt haben wir die Minitrix. Ganz, ganz minimal. Ne? Aber im Großen und Ganzen bin ich mit meiner Arbeit zufrieden. Wie gesagt, das Gehäuse ist nicht festgeklebt, sondern nur draufgesteckt. Es hält aber, wenn man nicht ruppt wie ein Ochse und zerrt und was weiß ich nicht alles und die Lok vorsichtig vom Gleis nimmt und wieder vorsichtig eingleist, da bleibt es auch wie es ist. Ne? So, und jetzt wollt ihr das sicherlich auch noch sehen, wie die Gute fährt. Mit Gehäuse, ohne Entgleisung und mit Waggons. Ja, dann bastel ich mal was zusammen. Und das zeige ich euch dann natürlich auch noch. Bis gleich. So, Freunde. Und zum Schluss, hatte ich euch ja versprochen, gibt es noch ein kleines Fahrvideo von der umgebauten Ludi. Und im Gegenverkehr gibt es natürlich auch was. Los geht's.
Freunde, das war nochmal ein kleines Fahrvideo für euch. Ja, die Ferkeltaxe, die steht natürlich jetzt im Tunnel. Ich hoffe, die fährt dann wieder los, wenn ich dann jetzt die Ludi rausnehme. Machen wir gleich mal. So. Ludi raus. Ferkeltaxe wieder zurück. Jo, kein Problem, ist ja eine neue. Also die fährt wirklich sehr, sehr schön. Und ihr habt gesehen, lassen wir die mal rein hier. So, und ihr habt auch gesehen, dass die Brava Ludmilla mit Mini-Trix-Gehäuse wunderbar läuft. Kann ich überhaupt nicht beschweren. Guckt mal, wie viele Wagen dran sind. Und vor allen Dingen nur mit einem Haftreifen. Also ziemlich gehandicapt, ohne zu rutschen. Ja, ich muss dazu sagen, es sind ziemlich leichte Wagen, die jetzt dran sind. Aber ganz normale Länge. Und klappt. Natürlich mache ich die Haftreifen noch drauf, die fehlen, ist klar. Aber das wollte ich halt noch mal testen, ob die immer noch einwandfrei läuft oder ob die überhaupt einwandfrei läuft außenrum. Und das geht in beide Richtungen. Es ist halt nur im Innenkreis, weil, wie gesagt, die Räder, wo diese Nuten jetzt entstanden sind, weil die Haftreifen fehlen, verhaken sich in den Führungen von der Kreuzung und der Weiche im Innenkreis, und das führt dazu, dass es die Lok raushebelt. Ne? So, gut. Das war's dann für heute. Ist ja auch schon spät geworden. Ich werde das Video auf jeden Fall noch heute Abend fertig machen. Vielleicht wird es auch mitten in der Nacht hochgeladen. Ja, da werde ich wahrscheinlich wieder etwas länger munter bleiben müssen. Aber was willst du machen? Ne? Morgen gibt es dann nichts. Also auch kein Fahrvideo oder so, oder nicht, dass er denkt, ich baue an der Anlage morgen weiter. Es ist ja sowieso noch nichts gekommen. Gut, und mit den Worten bin ich jetzt weg. Wünsche euch noch einen schönen Abend und ja, bleibt gesund. Tschüss.